Wie ist der Bachelorstudiengang Erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld aufgebaut? Die Abfolge der Module in den 6 Semestern bildet einen roten Faden. In den ersten beiden Semestern werden die fachlichen Grundlagen vermittelt. Hierzu zählen die Mathematik mit Inhalten zur höheren Analysis, linearen Algebra und Statistik sowie die Physik mit der klassischen Mechanik, der Thermodynamik sowie der Elektrotechnik. Darüber hinaus erfolgt ein Einstieg in die Betriebswirtschaftslehre und das Rechtswesen. Im dritten und vierten Semester erfolgt eine Vertiefung des Wissens mit Modulen zur Windenergie, zur Bioenergie, zur Photovoltaik und zur Elektromobilität sowie zu Stromnetzen als Spezialisierung im Studiengang. Damit erhalten die Studierenden einen fundierten und umfassenden Einblick in die zentralen Säulen der Energiewende und sind in der Lage, selbstständig Konzepte zum Einsatz dieser Technologien zu entwickeln. Der Abschluss des Studiums gliedert sich in die Grundlagen zur Geschäftsmodellentwicklung und die Durchführung von semesterbegleitenden Projektarbeiten. Am Ende des Studiums erfolgt das Verfassen einer praxisbezogenen Abschlussarbeit. Die Module in dem Studiengang Erneuerbare Energien bauen aufeinander auf und sind inhaltlich abgestimmt. So bilden die Inhalte aus den Modulen Energietechnik und Thermodynamik die Grundlage für die weiterführenden Module Windenergie und Bioenergie. Kenntnisse aus der Elektrotechnik sowie einem Kurs zum technischen Englisch werden benötigt, um das englischsprachige Modul Solar Energy, also zur Photovoltaik, erfolgreich belegen zu können. Schließlich bilden die betriebswirtschaftlichen Module aus dem Studieneinstieg sowie das Modul Investitionen in Finanzierung die Basis für das Vertiefungsfach Geschäftsmodellentwicklung, um zum Ende des Studiengangs in studentischen Arbeitsgruppen ein Business Case für ein Unternehmen der regenerativen Energiebranche zu entwickeln. Am Ende des Studiums verfassen die Studierenden ihre Bachelor-Thesis entweder in einem Unternehmen oder an einem Forschungsinstitut des Umweltcampus Birkenfeld.